Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 2 am Sonntag. So, dann in der letzten Folge haben wir ja unsere Linie gebaut, beziehungsweise angefangen, unsere Expresslinie zu bauen. Und mit der würden wir jetzt gerne weitermachen. Wir sind jetzt hier auf den mittleren beiden Gleisen in unserem Untergrundbahnhof. Und jetzt geht es natürlich erstmal hier weiter unter dem ganzen Industriegebiet. Und ich weiß noch nicht so ganz, wo ich hochkommen möchte. Die sind natürlich jetzt am Fluss entlang, auf der anderen Seite nochmal. Eigentlich wollte ich ja, dass die Stadt sich hier in diese Richtung noch ein bisschen ausbreitet. Aufs andere Ufer. Aber wenn ich jetzt hier eine Brücke überbaue, dann haben wir das Problem, was ich ja mit diesen Schiffen hatte. Das sieht dann einfach nicht so toll aus. Aber geil wäre es natürlich, wenn die Stadt jetzt hier noch weiter wachsen würde. Wir kommen auf jeden Fall nicht hier raus. Hier ist zu viel Verkehr. Ich kann jetzt nicht hier auch noch einen... Hier sind sowieso schon zu viele Linien. Was fährt denn hier für eine Linie? Das ist der TGV, ne? Ja. Ne, der Metronom, der fährt hier noch mit drauf. Also hier ist jetzt echt schon zu viel los. Ich da jetzt noch eine Linie mit drauf packe, die durch Bremen fährt, dann wäre das ein bisschen too much. Deswegen würde ich hier auf der Uferseite lang fahren und dann hier hinten rein. Den müssen wir eigentlich noch größer machen, den Bahnhof. Dann hier schön am Ufer entlang. Dann mal gucken, ob wir da jetzt noch eine Brücke rübersetzen oder nicht. Weil die sind ja schon ganz schön dicht am Wasser. Komm, wir machen das jetzt einfach mal. Das werden wahrscheinlich etwas flachere Brücken. Aber so wächst vielleicht die Stadt hier auf der Seite noch. Und das würde ich ganz cool finden eigentlich. Ja, guck mal, kann man doch so noch so eine hohe Bogenbrücke machen hier. Gut, hier geht das jetzt etwas sehr steil hoch, aber... Pff. Was soll's. Ja, erstmal wieder ein Autosave. Das kennt ihr ja noch. Wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt oder irgendwelche Anregungen, was ich noch so bauen könnte, dann schreibt das auf jeden Fall mal bitte in die Kommentare. Dann kann ich auf jeden Fall mal gucken, ob ich davon noch irgendwas realisieren kann. So. Kriegen wir hier noch irgendwo noch eine Brücke hin? Könnte vielleicht hier nochmal irgendwo rüber, ne? Warum ist denn da jetzt eine Straße? Da hat definitiv keine Straße gebaut. Fährt da ein Bus? Ist keine Linie hier. Weiß mal die Straße ab, Mensch. Hier ist ein Brückenpfeiler. Kann doch nicht da. Kann keine Straße sein. So, warte mal. Mit der Linie geht es jetzt hier hinten einfach rein. Okay. Wenn wir hier noch vorherkommen. Ganz schön viele Brücken auf jeden Fall, die hier über den Fluss gehen. Ne, das geht gar nicht. Aber man könnte. Was war denn hier los? Nicht nach unten. Schon direkt nach oben. Einmal das weg. Dann geht man da drauf. Das ist ein bisschen zu scheiße, Mensch. Wie ging das nochmal? Aha. Nee. Will ich keine Straße machen. Ah, das geht auch. Perfekt. Das wusste ich vorher nie, dass das funktioniert. Da habe ich natürlich echt immer... viel so eine Trägerlose immer viel rumgebastelt mit den Brücken, dabei kann man die ganz einfach so bauen, was natürlich echt schon mega easy ist. Wir gehen dann da drauf. Warum macht er da jetzt so einen hässlichen Huckel hin? Aber das tut doch gar nicht Not. Ja,
So ist das auch schon ein bisschen schöner. Jetzt hier wieder runter. Über die Steine darüber. Gut, dass wir den eben gerade wegreißen. Aber ansonsten sieht das doch gar nicht so schlecht aus. Ist irgendwas von den Routen geändert hier? Von den LKW-Routen? Nö, hat sich nichts geändert. Die LKW-Routen, wo sind die, gehen die überhaupt lang? Hätte doch hier so ein paar LKW-Routen gemacht. Oder? Ah ne, die hatte ich über den Containerhafen. Hier hinten fährt ja noch gar nichts. Hier habe ich ja noch gar nichts gemacht. Das wollte ich noch machen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Ah, seht ihr mal. So. Dann können wir das hier jetzt eigentlich auch nochmal mitmachen mit der Brücke ändern. Dann kommt das hier nochmal weg. Und dann kommt das weg. So, und dann bauen wir jetzt hier nochmal wieder eine Brücke hin. Zack, 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 zack. Also ich drücke jetzt hier die Bild-Rauf-Taste. So. Mit Bild rauf geht das dann nämlich. Nee, nee. Machen wir auch so eine. 1,2 Millionen. Kommen leider nicht auf die Kreuzung darauf. Ach, wegen der kleinen Straße hier wahrscheinlich, ne? Komm auf die Seite. Auf die geht's. Ja, das geht sogar noch von der Steigung her. Na? Aber nicht so rum. Dann müssen wir einfach die andere Brückenart auswählen. Das war die vorletzte hier. Wir können natürlich jetzt auch den Bahndamm bauen. Machen wir das doch so. Das sieht doch schick aus. Und hier geht es erstmal gerade noch oben weiter. Nee, hier soll die Schienen drunter hergehen. Am Ufer lang. Sollen die am Ufer lang gehen? Oder soll am Ufer lieber die... Nee, ich habe das schon. Ich habe eine Idee. Hier ist ja der Tunnel. Das heißt, wir kommen da ja gar nicht drunter her, unter der Brücke hier. Wenn wir irgendwo hier aus diesen Steinen rauskommen... Da muss ich die Brücke hier jetzt nochmal wieder wegmachen. Das war jetzt gerade ein Denkfehler von mir. Die kommt dann da vielleicht woanders wieder hin. Hier will ich rauskommen. Also müssen wir hier schon oben drüber sein. Dann kann man hier mit so einer kleinen Straße die Promenade irgendwie so ein bisschen beleben. Dass da vielleicht Häuser bauen. Ein bisschen klein für die Häuser, oder? Naja, gut. Wir hätten einen kleineren Garten. Nee, das passt schon. Genau. Das sieht ganz gut aus. Dann wird jetzt hier aber direkt eine Oberleitung, einen Schallschutz gebaut. Oder machen wir erst die Schiene? Das ist einfacher. Die Schienen hier dran lang. So. Können wir überlegen. Den Bahnhof setzen wir jetzt hier nicht mehr hin, ne? Nee. Nee, den Bahnhof setzen wir hier nicht hin. Ach, Kacke. Gut, der geht jetzt auf der Seite vom Pfeiler vorbei. Und der geht genau durch. Scheiße. Mist. Haben nicht aufgepasst. Muss die Straße doch noch ein bisschen weiter weg machen. Er hätte auch vorher drauf kommen können, ne? Jetzt mal eine andere Straße. Nehmen wir die Straße.
Oh, die ist ein bisschen schöner. Bauen, 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 da. Weiß nicht, oder machen wir so eine leichte Kurve. Wie machen wir das denn am besten? Ne, machen die genau gerade. So, jetzt müsste ich aber mit den Schienen hier vorbeikommen, oder? Ah, wo ist der Punkt? Springt er mal da. Ah, sieht gut aus. Genau. Zack. Perfekt. Und dann einmal hier das Terrain angleichen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Schallschutzwände. Da haben wir doch auch so wunderschöne. Man könnte ja auch mal versuchen, die hier zu nehmen. Ich weiß nicht, wie... das rumsetzen geht ja nicht. Und könnte die mal so rumsetzen. Setzen wir die einfach mal hier hin, wa? So. Zack. Das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Perfekt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da haben wir natürlich hier die Straße. Das wäre natürlich geil, wenn wir jetzt noch irgendwie hier rüberkommen würden. Das sind wir jetzt vielleicht hier außen rum. Weil die verschwindet jetzt eigentlich, sollte jetzt dann im Berg verschwinden. Aha. Da muss es aber schon ganz schön steil nach unten gehen. Autosave schon wieder. Oh, wir sind schon wieder 12 Minuten am Aufnehmen. Jetzt haben wir aber noch fast gar nichts geschafft. Jetzt eiern wir hier rum. So ein Tunneleingang. Dann natürlich erstmal den Eingang hier freilegen. Die Höhlenforscher hier. So, das sieht doch ganz gut aus. Dann geht es da nach unten weg. Weiß jetzt nicht, ob wir hier eine Straße rüber kriegen. Eine vernünftige. Nicht, dass das jetzt einen doofen Huckel gibt. Sehe ich jetzt nicht. Hier geht es zwar nach unten weg, aber das ist kein großer Buckel, würde ich sagen, ne? Nö. In der Schiene zumindest nicht. Ja. Das ist doch eigentlich ganz gut. Geil wäre natürlich, wenn wir jetzt hier trotzdem raufkommen würden, ne? Das würde klappen. Aber dann ist die Steigung zu groß. Weil wir hier dann doch schon ein bisschen tiefer sind. Aber wenn ich doch die hier abreiße, die jetzt weiterbaue, aber halt ebenerdig, und die hier auch ebenerdig weiterbaue, gut, dann gibt es da trotzdem den kleinen Versatz. Aber... das stört mich jetzt nicht so wirklich. Das kann meinetwegen so bleiben. Dann setzen wir jetzt hier mal noch ein so ein Ding hin. Für die Anwohner. Ja. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Und hier oben geht es dann mit einer Brücke rüber.
ist doch perfekt. Ja, nicht richtig gut. Das finde ich richtig, richtig gut. So. Haben wir hier eine Brücke, da eine Brücke. Müssen wir nur noch gucken, dass wir hier nochmal irgendwo rüberkommen. Jetzt haben wir ja hier die Brücke noch. Das ist ja auch kein Problem. Müssen wir die jetzt hier lang führen? Oder wir ziehen die halt hier oben irgendwo drauf. Hier ist jetzt nämlich Berg. Und machen dann eine Kurve da wieder runter. Naja. Direkt die Raffinerie anschließen ist ein bisschen schwierig. Sieht man mal, wie lange man sich mit so einem Teilstück hier beschäftigen kann. Tja. Dann kommt da schon wieder drauf. Aber sieht das toll aus? Irgendwie nicht so richtig, ne? Dann messen wir natürlich, wenn die Brücke hier hinten starten würde. Direkt am Hafen. Müssen die ganzen Häuser hier einmal weg. Ja. So, wartet mal. Das machen wir jetzt noch fertig hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und die 1 zu hoch. Nochmal. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, warum ist das jetzt nicht gerade? Doch. Na ja, gut, das geht schon noch. Los, die machen leider keinen Schatten mehr, diese Brücken. Die schon. Bin ich jetzt zu hoch hier? Ja, das geht noch, ne? Ja, aber das geht doch. Genau, ist natürlich, wenn wir jetzt hier noch weiter rumziehen hier. Dass wir dann. Ja, das geht. Dann hier nochmal so eine Kreuzung bauen. Ja, perfekt. Das finde ich gut. Haben wir hier die ganzen Steine. Ja. War ja klar. So. Sonst wäre das ja eine Offroad-Strecke hier. Das kann bleiben. So, jetzt müssen wir nur gucken. Das wird zu steil. Aber das geht. Das geht so nicht. Und den auch noch wegmachen. Ja. Ja, so. Doch gar nicht so schlecht. Und dann kann jetzt hier, das ist ja meinetwegen alles wieder, sich das Leben zurückholen. Das ist mir egal. So, die Buslinie. Findet jetzt ihren Weg nicht mehr, wa? Hammer. Waldweg. Ist da. Bergstraße ist weg. Machen wir das einfach so.
Oh, perfekt. Dann kann das jetzt hier drüben ja rein theoretisch erstmal anfangen, eventuell zu wachsen. Und wir gucken jetzt noch. Ne, jetzt am Ende, absolut am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, war jetzt ziemlich viel klein. Nur auf diesem kleinen Stück hier. Aber ich denke mal, nachher wird das ganz cool aussehen, wenn die Züge dann hier durchbrettern. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ich sage, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss.